Hast du dich schon mal gefragt, warum Paulaner Spezi eigentlich Spezi heißen darf? Weil wenn du dir Spezi anschaust, dann steht ja da sogar drauf, Original, Spezi, das Original. Flötzinger heißt zum Beispiel Cola Mix. Und alle anderen heißen immer Cola Mix. Warum darf Paulaner Spezi Spezi heißen? Mhm. Und weißt du, woran es liegt? Damals, als Spezi erfunden wurde, gab es ganz viele Brauereien und die haben alle Spezi gebraut. Aber alle irgendwie grob das Gleiche. Und die haben sich dann zusammengetan und haben eine Konferenz gemacht und haben Spezi probiert und haben sich auf eine Rezeptur geeinigt und haben gesagt, das ist Spezi, wir produzieren alle als die Spezi Group Spezi. Auf jeden Fall hat dann aber der Herr Paulaner bei der Konferenz gesagt, warte mal, meine Rezeptur ist aber geiler als euer, als das, was ihr da macht. Ich will halt was anderes machen. Was glaubst du, haben die... Und deswegen haben die eine Ausnahmegenehmigung für Spezi. Und es kommt nochmal dazu, dass man sich deswegen eigentlich Paulaner Spezi nicht unterstützen darf, weil Paulaner Spezi ist halt vom Konzern Paulaner und wird in einer Brauerei gebraut und das Original Spezi wird immer lokal produziert. Also zum Beispiel Grandauer Spezi gibt es hier direkt lokal. Wenn du hier ein Spezi kaufst, kommt es halt von hier. Das heißt, du kriegst das frischeste Spezi eigentlich vom Original Spezi. Und deswegen ist Original Spezi besser als Paulaner Spezi. Außerdem hat Paulaner Spezi einen Kronkorken und Original Spezi hat einen Drehdeckel. Das heißt, es bleibt viel länger frisch. Ja, ich glaube, wir brauchen nochmal was. Oh, sweetes Leer, fuck. Hey, aber wir leben doch in der Zukunft. Weed wurde doch 2022 legalisiert. Easy, stimmt. Meine letzten 10 Euro. Wenn wir jetzt losgehen, dann schaffen wir es noch zum Open Mind Shop. Stimmt, der hat ja lang genug auf. Deswegen trage ich eigentlich prinzipiell nur noch Gummistiefel. Mhm. Weil der Fuß des Menschen, der hat sich gar nicht dazu entwickelt, moderne Schuhe zu tragen. Mhm. Der braucht ein horizontales Fuß. Hier da vorne. Eure Impfausweise, man hätte ich gerne mal sehen. Habt ihr die dabei? Wir sind bekifft. Wir nehmen nur Weed. Ja, wisst doch, dass wir in Bayern jetzt die Impfpflicht haben. Das macht dann 10 Euro laut dem neuen Bußgeldkatalog. Dankeschön. 10 Euro. Nur weil wir nicht geimpft sind. Das ist so übertrieben, ey. Fuck, wenn es jetzt halt sowas wie eine Zeitmaschine geben könnte, dann würden wir halt einfach in die Vergangenheit reisen. Die Impfpflicht verändern und dann hätten wir unsere scheiß 10 Euro noch, Alter. Es gibt zwar keine Zeitmaschine, aber ich habe eine andere Idee, wie wir die Impfpflicht verhindern können. Kurz vor der Impfpflicht hat der YouTuber OpenMind eine Umfrage gestartet, ob er ein Video über die Impfpflicht machen soll oder nicht. Na klar, OpenMind, das ist der, der die geilsten Weed-Shops der Welt hat und der eigenhändig DMT und Weed mit seinen Videos legalisieren konnte. Aber was hat der mit der Impfpflicht zu tun? Wenn damals in der Umfrage mehr Leute für das Video gewotet hätten, dann hätte er es auch gemacht. Hä, aber der Typ nimmt auf YouTube Drogen. Warum sollte dem irgendjemand glauben? Weil die Menschen verdammt dumm sind. Ja, das ist wohl true. Aber ich meine, wir haben ja trotzdem keine Zeitmaschine. Wie sollen wir jetzt halt im Nachhinein noch verhindern oder beziehungsweise bewirken, dass er ein Video darüber macht? Wir haben zwar keine Zeitmaschine, aber wir haben die Wayback Machine. Die archiviert alle Webseiten aus der Vergangenheit, wie hier zum Beispiel auch YouTube 2009. Holy shit, da gibt es immer sogar noch die Sternebewertungen. Korrekt. Und wenn wir jetzt die YouTube-Webseite von 2021 im Dezember raussuchen, können wir die Umfrage von OpenMind finden, dort Likes kaufen, sodass er sich doch dazu entscheidet, das Video über die Impfpflicht zu machen. Das ist der beste Plan, den ich je gehört habe. Wenn ich jetzt Enter drücke, kaufe ich 2000 Likes für das Video zur Impfpflicht.
Okay, wenn so viele dagegen sind, dann mache ich das Video wohl nicht. Hey, Moment mal. Es sind auf einmal 2000 Stimmen mehr. Ich glaube, ich mache das Video doch. Wie sinnvoll ist die Impfpflicht? Gleich werden Argumente von Politikern zerstört. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Ich sehe jetzt schon die Kommentare, die sagen, dass ich bei meinem Thema bleiben soll, aber wenn die Frage, ob man die Leute dazu verpflichten sollte, sich eine Substanz zu spritzen, nicht mein Thema ist, dann weiß ich auch nicht. Ich will nicht gegen meinen Willen geimpft werden! Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Als MyLab ihr Video für die Impfpflicht gemacht hat, war ich zwar aufgrund von meinen Wertvorstellungen auch schon dagegen, aber ich konnte definitiv noch eher nachvollziehen, wie jemand dafür sein kann. Ihr Video war vor dem Delta-Peak so, dass mehr Impfungen das Potenzial hatten, die Situation zu entspannen. Aus Statistiken von sämtlichen Ländern geht hervor, dass die Covid-19-Todesrate bei Ungeimpften immer höher ist und auch, dass Ungeimpfte mit höherer Wahrscheinlichkeit im Krankenhaus landen. Die meisten Experten auf dem Gebiet scheinen sich einig zu sein, dass die gesundheitliche Nutzen-Schaden-Abwägung zugunsten der Impfung ausfällt. Obwohl das nachvollziehbare Gründe sind, um sich für die Impfung zu entscheiden, fällt die Nutzen-Schaden-Abwägung bei der Impfpflicht meiner Meinung nach gegen die Pflicht aus. So gut wie alle Impfbefürworter sehen zum Glück ein, dass die Pflicht für die jetzige Welle zu spät kommt. Es geht nicht um diese Welle. Sie fordern die Pflicht hauptsächlich als Vorsichtsmaßnahme gegen die nächste Welle im Herbst. Das Gesetz sieht laut aktuellem Stand vor, alle Erwachsene ab 18 Jahren zu 3 Impfungen zu verpflichten. Wer keinen Nachweis bringt, soll so lange mit Bußgeldern bestraft werden, bis er sich freiwillig zur Impfung entscheidet. Es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt. Aber keine Sorge, die Impfpflicht soll nur auf 2 Jahre beschränkt werden. Und wenn wir dies im Herbst sicher vermeiden wollen, dann ist der einzige Weg eine Impfpflicht, mit der wir uns alle gegenseitig schützen. Also obwohl die Politiker nicht wissen, wie gefährlich die Variante sein wird, die im Herbst im Umlauf sein wird und wie viel die Impfung da dagegen bringt, wissen sie irgendwie zweifellos, dass eine Impfpflicht der perfekte, einzige, unumgängliche Weg ist, um Lockdowns sicher zu verhindern? Aber kein Experte kann uns heute sagen, dass die Pandemie mit Omikron weitgehend überstanden sein wird. It's a new variant, the COVID Delta Plus Rewards Program Variant. Zu 100% kann man natürlich nicht garantieren, dass nach Omikron keine schlimmere Variante kommt, aber so enden die meisten Pandemien. Sie gehen immer an die 2 Jahre und enden dann, weil ihr Virus deutlich weniger tödlich wird. Das hier ist der Verlauf der Corona-Pandemie und das hier von der spanischen Grippe. Schaut ähnlich aus, weshalb ich hier eher darauf tippe, dass es nicht mehr schlimmer wird, erst recht, wenn man bedenkt, dass wir medizinisch viel besser ausgestattet sind als die damals. So now you feel better? Nothing to be afraid of. Except for Super AIDS. Da ist für mich ein ganz neuer Virus wahrscheinlicher, denn um Sam Harris zu zitieren, Bioterrorismus hatte gerade seinen Super Bowl Werbespot. Aber was Omikron angeht, sagt sogar der Chef der deutschen Krankenhausgesellschaft, dass er in nächster Zeit keine Überlastungen fürchtet. Seitdem Omikron die dominierende Variante ist, vermuten auch viele Rechtsexperten, dass die Impfpflicht nicht mehr verfassungskonform ist. Als ich euch vor einem Monat noch gesagt habe, das ist alles verfassungskonform, muss ich jetzt sagen, vielleicht ist das doch nicht mehr so verfassungskonform. Unabhängig davon, rein juristisch gesagt, eine abstrakte Gefahr, die irgendwann mal eintreten kann, die ist leider nicht geeignet, aktuelle Maßnahmen in diesem Umfang wie eben auch die Impfpflicht zu rechtfertigen. Keiner gibt uns die Sicherheit, nicht von weiteren Virusvarianten überrascht zu werden. Diese Ungewissheit darf aber eben nicht zu Tatenlosigkeit führen. Ja, und lass uns alle Leute dazu verpflichten, dass sie einen 1 Meter hohen Schutzdamm um ihr Haus bauen, weil wir wissen zwar nicht, wann das nächste Unwetter kommt oder wie schlimm es überhaupt ist, aber wir dürfen da auf keinen Fall tatenlos bleiben. Keine Rücksicht darauf, Schritte zu vermeiden, die sich im Nachhinein als übertrieben herausstellen könnten. Kommen wir zum Thema Medikamente. Es wird ja suggeriert, dass es nur die Option zwischen Lockdowns und einer Impfquote von über 90% gibt.
Dann bleibt zugespitzt formuliert die Wahl zwischen Impfen und Schließen. Es bleibt nur der Weg über die Impfungen. Obwohl sich Experten einig sind, dass monoklonale Antikörper, wenn man sie früh genug einsetzt, sehr gut wirken, wurden sie in Deutschland kaum verschrieben oder beworben. So wenig, dass, wie ich im letzten Video bereits erwähnt habe, monoklonale Antikörper im Wert von 400 Millionen Euro drohen abzulaufen, weil sie nicht eingesetzt werden. Weil die Verabreichung von dem Zeug nicht ganz einfach ist und es sehr teuer ist, bin ich gar nicht der Meinung, dass man das jedem geben muss. Aber wo waren die Aufklärungskampagnen in die Richtung, dass zumindest Risikogruppen bei ihrem Arzt nach diesem Medikament fragen sollen? Meine Freundin arbeitet auf einer Corona-Station und da bekommen so ziemlich alle Patienten N-Acetylcystein. Eines der Mittel, die ich im letzten Video genommen habe, die man überall in der Apotheke oder im Onlinehandel rezeptfrei kaufen kann, trotzdem spricht keiner davon. Sehr geehrtes Volk, wir Politiker, wir haben wirklich alles versucht, um die Pandemie aufzuhalten. Impfungen, Lockdowns, Grundrechte einschränken. Habe ich Impfungen schon erwähnt? Sodass uns jetzt nur noch eine letzte Option bleibt, um das Geschehen in den Griff zu bekommen. Impfungen. Es gibt zurzeit über 30 Substanzen, zu denen es Studien gibt, dass sie einen positiven Effekt auf eine Corona-Erkrankung haben. Nächste Woche wird außerdem eine Studie veröffentlicht, die zwei sehr gute Kandidaten gegen Long-Covid am Start hat. Wie bereits im letzten Video gesagt, sind einige dieser Studien zu Medikamenten nicht solide genug, sodass es gut sein kann, dass sich manche dieser Mittel als wirkungslos herausstellen könnten. Aber selbst wenn im Herbst nur ein Viertel der Substanzen einen so positiven Effekt haben, wie es die ersten Studien andeuten, sollte das ein Gamechanger sein. Paxlovid, was schwere Fälle um 90% reduzieren soll, hat bereits eine EU-Zulassung und sollte vor Herbst in Deutschland erhältlich sein. Und ich möchte hier Medikamente nicht als die bessere Alternative zur Impfung darstellen. Aber es muss ja nicht immer heißen Impfung oder Medikament. Wenn man sich hauptsächlich impfen lassen sollte, weil das Risiko-Nutzen-Verhältnis zugunsten der Impfung ausfällt, wird das auch zugunsten mancher Medikamente bei bereits Geimpften ausfallen. Ein 70-jähriger Geimpfter kann sich deutlich weniger in Sicherheit wiegen als ein ungeimpfter 30-jähriger, sodass da noch ein Medikament wie Paxlovid zusätzlich zur Impfung eventuell sinnvoll wäre. Aber auch für Menschen mit einem deutlich besseren Risikoprofil als ein 70-jähriger gibt es Substanzen, die da trotz Impfung angebracht sein könnten. Aber auch die Leute, die sich gegen die Impfung entscheiden, egal wie unnachvollziehbar die Gründe für diese Entscheidung sein mögen, werden dank dieser Medikamente deutlich seltener die Intensivstationen beanspruchen. Ein weiterer Faktor, der die Impfpflicht als fragwürdig erscheinen lässt, ist, dass wir nicht mal wissen, wie viel Immunität wir bereits jetzt in der Bevölkerung haben. Zum einen ist man sich nicht mal bei der Impfquote genau sicher. Diese wird zurzeit bei Erwachsenen auf nur 85% geschätzt, aber es ist ja nicht so, dass sich jetzt keiner mehr impfen lässt. Es lassen sich nach wie vor Hunderttausende pro Tag impfen. Die Leute, die auf den Nova-Impfstoff warten, werden auch nochmal die Quote ordentlich vorantreiben. Wenn es jetzt nicht zu einem unerwarteten Totalstopp der Impfungen kommt, stehen die Chancen nicht allzu schlecht, dass wir bis Herbst eine deutlich höhere Impfquote haben als jetzt. Und da die Wirkung der Impfungen ja sogar mit der Zeit nachlassen, haben wir ja sogar einen Vorteil gegenüber anderen Ländern, die jetzt schon eine sehr hohe Impfquote haben, weil dann im Herbst bei uns mehr Leute noch einen höheren Anteil ihres Schutzes haben. Des Weiteren weiß man nicht, wie viele Leute zwar ungeimpft sind, aber einen Schutz haben, weil sie bereits an Corona erkrankt sind. Eine durchgemachte Infektion birgt nicht nur für alle Altersgruppen hohe Risiken, sie schützt auch nicht so effektiv vor weiteren Infektionen wie eine Impfung. Faktcheck, wer ist besser geschützt, Geimpfte oder Genesene? Leute, die die Impfung als besseren Schutz erachten, argumentieren unter anderem damit, dass der Virus auch Teile beinhaltet, die die Immunantwort senken. Und weil die Immunantwort der Impfung nur auf dem Spike-Protein basiert und somit der Teil des Virus, der die Immunantwort senkt, nicht in den Körper gelangt, spricht das laut ihnen dafür, dass die Impfung besser ist. Diejenigen, die die Genesung als besseren Schutz einschätzen, argumentieren damit, dass wenn der Körper den ganzen Virus hat, er die Immunantwort auf mehr Bestandteile des Virus abstimmen kann und dass Genesene eine Schleimhautimmunität bekommen, die Geimpfte nicht bekommen. Und da kriege ich dann Schleimhautimmunität, die ortsständig ist. Da sind dann eigene T-Zellen, die dort sitzen, lokale B-Zellen, die dort lokal Antikörper machen.
Also diese Infektionsimmunität, die ist auf Dauer robuster. Die Schleimhautimmunität eignet sich natürlich bestens dafür, weitere Erkrankungen sehr früh abzuschmettern. Eine neue CDC-Studie hat geschaut, wie gut der Schutz gegen Hospitalisierung bei den unterschiedlichen Gruppen war. Das hier ist die Gruppe der ungeimpften Ungenesenen, die mit Abstand die meisten Hospitalisierungen hatten. Die zweifach Geimpften wurden deutlich weniger hospitalisiert und steckten sich um den Faktor 4 bis 6 weniger an. Die genesenen Ungeimpften waren nochmal weniger hospitalisiert als die doppelt Geimpften und steckten sich um den Faktor 14 bis 29 weniger an. Also laut dieser Studie haben Genesene einen deutlich besseren Schutz als doppelt Geimpfte. Den besten Schutz hatten die, die geimpft und genesen waren, mit einem Schutzfaktor zwischen 32 und 19. Ist dieser Unterschied zwischen genesenen Ungeimpften und genesenen Geimpften der Grund, warum in Deutschland der Genesenenstatus auf 3 Monate reduziert wurde? Bist du geimpft? Nein, aber ich hatte Corona schon und damit habe ich einen ganz guten Schutz. Bist du lebensmüde? Damit hast du doch nur einen 14- bis 29-fachen Schutz. Du brauchst mindestens einen Schutz von 19. Unverantwortungsvollen Menschen wie dir sollte man die Rechte sofort wieder nehmen. Okay, also meine Erkrankung mit Delta war mild und jetzt soll ich meine Rechte verlieren, weil ich meinen sowieso schon guten Schutz nicht nochmal erhöhe gegen Omikron, eine Variante, die weniger schlimm ist als die Variante, die ich schon ohne Schutz gut überstanden habe. Du Schwurbler. Ja, ich weiß, dass die CDC-Studie keine dreifach Geimpften beleuchtet und zu Zeiten gemacht wurde, wo Omikron nicht im Umlauf war, sodass man die Daten jetzt nicht 1:1 auf heute übertragen kann. Aber zumindest kann man davon ausgehen, dass die doppelte Impfung und die Infektion irgendwo auf einem vergleichbaren Level spielen, was den Schutz angeht. Wie kann man da eine Verkürzung des genesenen Status auf 3 Monate rechtfertigen? Medizinisch ist ganz klar, der also genesenen Status, wenn ich meinetwegen also um Weihnachten eine Delta-Infektion hatte, dann kann ich jetzt eine Omikron-Infektion bekommen. Genau, und das müssen die Bürger wissen und das ist die Grundlage der Entscheidung fürs Robert-Koch-Institut gewesen. Also, weil man sich 3 Monate nach einer Delta-Infektion wieder mit Omikron anstecken kann, verliert man seine Rechte, auch wenn man vermutlich noch einen deutlichen Schutz vor Hospitalisierung hat und man in vielen Fällen weiß, dass man eine schlimmere Variante heil ohne Schutz überstanden hat. Selbst wenn man sich nach der Erkrankung dann nochmal impfen lässt, wird man ja auch so oder so irgendwann mit Omikron infiziert. Also, wie kann man hier die Ansteckung als Hauptargument nehmen zu Zeiten, wo die Krankenhäuser immer leerer werden? Und selbst wenn wir das Argument zulassen, dann würde das ja auch für doppelt Geimpfte in ähnlicher Weise gelten, sodass man da den Status ebenfalls auf 3 Monate verkürzen müsste. Mit diesem offensichtlichen Widerspruch wird Lauterbach auch direkt in einer Talkshow konfrontiert. Jemand, der nur in Anführungszeichen 2 Impfungen bekommen hat, steht nach 3 Monaten ähnlich schlecht da in Bezug auf eine Infektion mit Omikron wie jemand, der nur genesen ist. Dann muss man das konsequenter auch sagen für Leute, die nur einmal geimpft sind oder auch Leute, die 2-mal geimpft sind und es auch schon 3 Monate her ist. Jetzt hat Herr Watzel gesagt, was gilt denn dann für diejenigen, die geimpft sind? Und das ist ein unabhängiges Thema, daran muss auch gearbeitet werden. Aber hier ging es einfach schlicht nur um, was ist der Genesenenstatus. Und der Genesenenstatus, da kann ich sagen, das sind 6 Monate, wenn ich weiß, dass die Menschen sich nach 3 Monaten wieder infizieren können. Mhm. Und ich finde, das muss man trennen und man darf das nicht irgendwie parteipolitisch zusammenführen. Wollen Sie nicht? Okay. Was zum Teufel war das für eine Aussage? Herr Kanzler, warum geben Sie Männern das Wahlrecht und Frauen nicht? Wir haben jetzt erstmal entschieden, dass es Sinn macht, Männern das Wahlrecht zu geben. Frauen das Wahlrecht zu geben, das ist eine separate Entscheidung, die wir dann auch irgendwann treffen müssen. Was auch noch dazu kommt, ist, dass die Hauptbegründung, dass der Genesenenstatus auf 3 Monate reduziert wird, darauf aufbaut, dass Leute, die mit Delta infiziert waren, auch noch Omikron bekommen können und somit auf die meisten Genesenen nicht zutrifft. Weil sich Omikron so viel schneller verbreitet, werden die meisten Genesenen Omikron-Genesene sein und nicht Delta-Genesene. Es gibt noch viele offene Fragen, was die Genesung von Omikron bringt. Eine Preprint-Studie schaute sich an, wie sich die Antikörper bei Geimpften nach einer Infektion verändern. Durch die Omikron-Infektion bildeten sich Antikörper, die gegen Delta und Omikron wirken. Allerdings bei Leuten, die einen sehr milden Verlauf hatten, nur sehr begrenzt. Oder wie Focus das übersetzt,
Dreimal weniger Antikörper als der Booster. Milder Omikron-Verlauf ersetzt keine Impfung. Bist du geimpft? Ja, zweimal. Was mir als junger Mensch definitiv noch ganz guten Schutz bieten sollte, weil die Antikörper da deutlich langsamer fallen. Was? Nur zweimal? Ja, aber ich hatte zusätzlich auch noch eine milde Omikron-Infektion, die mir auch noch mehr Schutz bietet. Du hattest einen sehr milden Verlauf? Da hast du ja nur ein Drittel der Antikörper im Vergleich zum Booster. Da kannst du ja gleich von der Brücke springen. Manche Leute sehen diese Studie als Beweis dafür, dass Omikron-Infektionen nicht maßgeblich zur Bevölkerungsimmunität beitragen werden, weil ja nur ein Drittel der Antikörper bei milden Verläufen aufgebaut werden. Davon abgesehen, dass die Studie nur mit Geimpften gemacht wurde, gibt es zum einen genügend Menschen, die keinen milden Verlauf haben und auch bei milden Verläufen ist der Schutz nicht null. Aber noch entscheidender ist, dass sich die Studie nur auf Antikörper konzentriert. T-Zellen werden dann nicht genauer angeschaut, obwohl sie auch sehr entscheidend für die Immunreaktion sind. Das ganze Gerede über die natürliche Immunität war nicht, um hier dafür zu werben, dass man sich anstecken lassen soll, damit man einen Schutz hat, sondern worauf ich hinaus will, ist, dass wenn man teils mit 400.000 Neuinfektionen pro Tag rechnet, wir sehr bald einen höheren Schutz in der Bevölkerung haben werden, lange bevor die Impfpflicht in Kraft ist. Manche Prognosen sagen sogar, dass wir uns innerhalb der nächsten Monate so gut wie alle mit Omikron infizieren werden. Das hilft nicht nur Ungeimpften, sondern auch den doppelt Geimpften, die sich noch nicht für einen Booster entschieden haben. Auch wenn die Antikörper da nur ein Drittel der Boosterimpfung entsprechen. Es gibt viele Experten, die sehr zuversichtlich sind, dass das einer der entscheidenden Faktoren ist, der uns für die nächste Zeit gute Stabilität geben sollte und lockdownartige Maßnahmen nicht mehr nötig macht. Die Wissenschaft ist auf unserer Seite. Nur eine höhere Impfquote wird uns unsere Freiheit zurückgeben, die Freiheit, unser Leben zu gestalten und zu planen. Ja, sämtliche wissenschaftliche Studien ergaben, dass Deutschland nächsten Herbst nur mit Impfpflicht keine Lockdowns machen muss. Sondern es geht um die ganz konkrete Frage, welche Maßnahmen wir brauchen, um die größtmögliche Freiheit zu erreichen. Denn auf der einen Seite steht der Eingriff durch die Impfpflicht, doch auf der anderen Seite stehen die massiven Freiheitseinschränkungen durch die Maßnahmen, die immer wieder notwendig sind. Die allgemeine Impfpflicht hat damit eine positive Freiheitsbilanz. Und weißt du, was eine noch größere Freiheitsbilanz hat? Wenn wir im Herbst weder Impfpflicht noch Maßnahmen haben, so wie es viele andere europäische Länder auch planen, teils Länder mit einer niedrigeren Impfquote wie die Schweiz. Die Impfpflicht ist das mildere Mittel, als den freien Staat in Lockdown endlos Schleifen abzuschaffen. Yo, du hast zwei Optionen. Entweder du trinkst diese Mischung hier, sie enthält 90% Zyankali, oder diese hier, sie enthält nur 5% Zyankali. Ich empfehle dir definitiv, die mit 5 zu nehmen. Es ist definitiv das mildere Mittel. Danke für das Angebot, aber ich trinke einfach weiter mein Spezi. So wie Dänemark, Niederlande, Schweiz, Irland, England, Norwegen. Aber hoffentlich kein Paulaner, oder? Wer aber redet eigentlich von dem Recht auf körperliche Unversehrtheit all der Menschen, die schwerwiegende Vorerkrankungen haben und deren Teilhaberecht in den letzten 2 Jahren so massiv eingeschränkt worden sind? All diese Menschen sind darauf angewiesen, dass möglichst wenig an Virusherden in unserer Gesellschaft zirkuliert. Alle, von denen ich gesprochen habe, sind darauf angewiesen, dass wir insgesamt hohe Impfquoten haben. Nur dann bleibt ihnen die Chance, eine Infektion für sich zu verhindern. Aktuell haben sie nur die Wahl auf entweder Risiko eingehen oder nicht teilzuhaben. Ich verstehe nicht, wieso dieses unsinnige Argument ständig gebracht wird. Wir brauchen eine Impfpflicht, weil es vulnerable Gruppen gibt, die sich nicht impfen lassen können oder auch mit Impfung sehr gefährdet sind, sodass wir uns impfen lassen müssen, dass die nicht erkranken. Wie gerade schon erwähnt, wird so gut wie jeder Corona bekommen, egal wie viele Leute um einen herum geimpft sind, weil die Impfung eben keine sterile Immunität bietet. Ein Fehler in meinen Augen in der Kommunikation war von Anfang an zu sagen, wir haben einen Schutz vor der Infektion, es ist ein Fremdschutz, wir kriegen eine Herdenimmunität, das haben wir ja nicht.
Es ist ein Eigenschutz und der einzelne Person schützt sich selber, macht was zur Gesundheitsvorsorge. Ich muss da immer an die Reportage von Y-Kollektiv denken, wo so ein Dude, der geimpft ist, nach Portugal zieht, weil er Risikopatient ist und ihm in Deutschland die Impfquote zu niedrig ist. Dann heult der Moderator rum, wie es sein kann, dass der Risikopatient sich in Deutschland wegen den Ungeimpften nicht sicher fühlen kann. Obwohl er sich doch in Portugal genauso nicht sicher fühlen kann. Kurz nachdem er dahin gezogen ist, ist ironischerweise die Inzidenz in Portugal dann höher gewesen als in Deutschland. Weil er ja geimpft ist und die Wirkung der Impfung mit der Zeit abnimmt, wäre es ja genau genommen besser, wenn er sich früher ansteckt, wenn der Impfstoff mehr wirkt. Ich sage damit nicht, dass die Impfung das Risiko einer Infektion nicht senken kann. Besonders die Boosterimpfung scheint erstmal einen signifikanten Schutz vor Infektionen zu bieten. Aber auch der nimmt mit der Zeit ab und die Leute um die Geboosterten herum werden früher oder später ziemlich sicher Corona bekommen. Man kann vor Corona nicht fliehen. We would expect that pretty well everybody at some point will get Omicron. Omicron will ultimately find just about everybody. Most people are going to get COVID. We're all going to get Omicron. Jeder, egal ob geimpft oder ungeimpft, wird sich mit dem Virus infizieren. Ja, okay, aber dann müssen Sie akzeptieren, dass jeder Mensch auf der Erde Corona kriegen wird, ob er es merkt oder nicht. Aber es wird passieren. Wenn ein Individuum der Meinung ist, dass es sich lohnt, durch die Impfung die Infektion beim Umfeld eventuell zu verzögern, dann kann man das gerne machen. Aber es geht aus meiner Sicht zu weit, die Leute mit so einem Argument dazu zu verpflichten. Erst recht, weil die Ungeimpften durch die Pflicht ja erstmal nur doppelt geimpft wären, wo es so gut wie keinen Übertragungsschutz bei Omikron gibt. Ein weiterer Faktor ist auch, dass wir gar nicht wissen, ob eine Impfpflicht überhaupt dazu führt, dass sich mehr Leute impfen lassen. Wir wissen bereits durch den geringen Effekt der Drogenverbote, dass es viele Menschen gibt, die sich nicht durch Gesetze beeinflussen lassen, wenn es darum geht, was sie mit ihrem Körper anstellen. Vor allem von den Grünen und den Linken und den Zuschauern meines Kabals hätte ich gedacht, dass da mehr Parallelen zur Drogenpolitik ziehen können. Leute, die jetzt noch nicht geimpft sind, sind Leute, die meist schon verdammt viel eingesteckt haben, um diesen Status beizubehalten. Sie konnten nicht in Restaurants, Kinos, zeitweise nicht in Geschäfte, mussten sich in der Arbeit teils jeden Tag testen lassen, wurden von manchen Medien als Alleinschuldiger für die jetzige Situation deklariert. Denkt ihr, die lassen sich jetzt noch von einer Impfung überzeugen durch ein Bußgeld? Diejenigen, die jetzt noch nicht geimpft sind und sich durch das Bußgeld überzeugen lassen würden, würden sich meiner Einschätzung nach auch durch Aufklärungsmaßnahmen überzeugen lassen. Aufklärung bringt mehr als strenge Gebote. Kommt mir bekannt vor. Wie die Drogenverbote die Verkäufe nicht viel beeinflussen, sondern nur auf den Schwarzmarkt verlagern, glaube ich, dass die Impfpflicht bei vielen einfach nur die Impfung auf den Schwarzmarkt verschieben wird, aka gefälschte Impfpässe. Es wird aber vermutlich auch Hunderttausende geben, die sich einfach weigern, das Bußgeld zu zahlen und dann deswegen in den Knast kommen. Allein die Vorstellung, dass dann Hunderttausende in den Knast kommen, weil sie sich nicht impfen haben lassen, ist für mich dystopisch genug, dass es für mich reicht, um gegen eine Impfpflicht zu sein. Die mangelnde Fähigkeit, Parallelen zwischen Impfpflicht und Drogengesetze zu ziehen, gilt natürlich in beide Richtungen. Wenn der Staat sich anmaßt, über die Körper seiner Bürger zu entscheiden, ist das ein elementarer Zivilisationsbruch. Wer sagt es ihr? Die Leute, die der Spritze besonders skeptisch gegenüberstehen und der Meinung sind, dass die eigentlichen Gefahren deutlich unterschätzt werden, sind eventuell enttäuscht, dass ich hier kaum von den Gefahren spreche. Durchaus habe ich mir die kritischeren Meinungen von Malone und Co. reingezogen, aber auch gleichzeitig Meinungen von Ärzten, die begründen, warum Malone ihrer Ansicht nach nicht recht hat. Ich bin zu wenig mit den biologischen Details vertraut, um die Validität der Argumente genau einzustufen. Ich habe mir da so viele unterschiedliche Meinungen von Experten angehört und die meisten kommen halt zu dem Schluss, dass sich die Impfung für Erwachsene eindeutig lohnt. Ich kann zwar nicht ausschließen, dass Malone und Co. da an was dran sind, aber falls es so ist, glaube ich, dass die Beweise dann gut genug werden, sodass sie dann andere Experten von ihrer Meinung überzeugen werden. Aber solange das nicht passiert, gehe ich davon aus, dass die Impfung nicht so gefährlich ist. Trotzdem hier eine ethische Überlegung bezüglich der Nebenwirkungen. Laut offiziellen Zahlen haben 0,02% schwere Nebenwirkungen bei der Impfung. Zurzeit sind 10 Millionen Erwachsene nicht geimpft. Das bedeutet, dass von diesen 10 Millionen 2000 schwere Nebenwirkungen haben werden. Ja,
Das Risiko der Krankheit ist höher, aber warum schaut man bei der Frage nur auf die gesundheitliche Gesamtbilanz? Wenn einer der 10 Millionen Ungeimpften einen schweren Verlauf hat, weil er nicht geimpft ist, ist das seine Entscheidung gewesen und somit moralisch anders zu bewerten als jemand, der schwere Nebenwirkungen durch die Impfung hatte, aber dazu gegen seinen Willen gedrängt wurde, besonders weil es ja sein kann, dass er Corona ohne Impfung gut weggesteckt hätte. Wie man diesen Unterschied in die Abwägung mit einfließen lässt, ist natürlich sehr subjektiv. Es gibt hier keinen richtig oder falsch, aber nur mal so, damit ihr über diesen Punkt nachdenken könnt, falls es euch nicht in den Sinn kam. Wenn man bei der Diskussion zu dem Thema die Tatsache anspricht, dass die Politik auch mal was machen muss, um das Gesundheitssystem zu stärken, sodass es weniger überlastet wird, heißt es, wir brauchen jetzt einen Effekt und das würde sehr lange brauchen. Vor Corona wusste man schon, dass die Krankenhäuser im Winter häufig überlastet waren. Patienten werden angeliefert. Jörg Pauli weiß oft nicht, wohin mit ihnen. Die Grippewelle sorgt für mehr Patienten, aber auch für mehr kranke Ärzte und Pfleger. Bettenknappheit bedeutet Bettensuche. Wie kann es sein, dass eine Grippewelle unser Gesundheitssystem lahmlegt? Letzte Woche in Augsburg war es so schlimm, dass alle bereits angesetzten Operationen abgesagt wurden. Auch Tumorpatienten, um Notfälle wie Lungenentzündung oder Herzinfarkt überhaupt noch versorgen zu können. Es gibt keinen Puffer mehr. Es gibt keinen Puffer mehr. Ich glaube, es gibt pflegerisch wie ärztlich keinen Puffer mehr. Aber auch Corona ist ja jetzt schon 2 Jahre. Mir kann doch da keiner erzählen, dass sie da am Anfang keine Maßnahmen hätten treffen können, die heute einen Effekt hätten. Daran kann man jetzt heute auch nichts mehr ändern. Aber bevor die jetzt Impfgesetze entwickeln, sollten die erstmal ihre Zeit in Gesetze stecken, die dem Pflegemangel entgegenwirken. Wir müssten da eigentlich mit den Politikern wie mit Kindern umgehen. Hey Mama, darf ich eine Impfpflicht machen? Hast du denn schon ein Gesetz wegen dem Pflegenotstand gemacht? Ja Mama, hab ein Gesetz gemacht, dass ungeimpfte Pfleger nicht mehr arbeiten dürfen. Olaf, wie soll das Pflegeproblem lösen? Karl hat es gesagt. Olaf, ess erstmal dein Abendessen auf, dann mach was wegen dem Pflegenotstand und dann können wir über eine Impfpflicht reden. Okay Mama, darf ich dann auch Playsy? Nein Dummerchen, du hast doch noch Playstation-Verbot. Wegen der Cum-Ex-Sache. Ameno. Wo wir gerade schon bei Kindern sind, das ist eine Sache, die Impfpflichtbefürworter sehr häufig betonen. Als weitere Einschränkung, die vor allem Kinder und Jugendliche. Für Kinder, Jugendliche. Und die Kleinsten in unserer Gesellschaft, die doch überhaupt nicht verstehen, warum sie immer wieder in Quarantäne müssen. Kinder wollen endlich wieder unbeschwert lernen. Sie haben in Ihrem Land Probleme mit Kindern und Jugendlichen, weil sie die Schulen schließen, 2G in Jugendtreffs einführen und sie ständig testen, obwohl das Corona-Risiko in diesen Altersgruppen minimalst ist? Wir haben die perfekte Lösung für Sie. Schaffen Sie diese Maßnahmen einfach ab, Sie verf***ter Hurensohn. Hören Sie auf, die geringe Impfquote zum Sündenbock zu machen und gestehen Sie sich ein, dass Sie für diese unnötige psychische Belastung von Kindern die alleinige Schuld tragen. Hier unser einziger sehr zufriedener Kunde. Ja, also unsere Kinder hatten während der Pandemie so ziemlich die gleichen Freiheiten wie davor und hat eigentlich ganz gut funktioniert. Bestellen Sie jetzt! Starting tomorrow, we don't have to wear masks anymore! Einige Leute im Bundestag sind nur für eine Impfpflicht ab 50, dagegen bin ich auch, aber ich finde manche Argumente gegen eine Impfpflicht ab 50 sehr bemerkenswert. Wenn wir das Signal setzen würden, Impfen ist vor allem für die über 50-Jährigen wichtig, birgt das sogar die Gefahr, dass die Impfbereitschaft bei den Jüngeren abnimmt. Ja, junge Menschen kann die Krankheit auch schwer erwischen, aber über 80% der Leute auf den Intensivstationen sind Menschen über 50. Das durchschnittliche Sterbealter von Corona liegt bei 83 Jahren. Also, obwohl es klar ist, dass junge Menschen alleine die Intensivstationen nicht überlasten könnten, selbst wenn sich kein weiterer mehr impfen lässt, muss man die auch zur Impfung verpflichten aus Angst, dass die es dann nicht mehr machen, wenn man nur die Alten dazu verpflichtet. Es ist echt so dreist, für wie dumm Politiker ihr Volk halten. Was, für über 60-Jährige gibt es jetzt eine Impfpflicht?
Bedeutet das, dass mir die Impfung nichts bringt? Doch, dir bietet die Impfung auch einen Schutz. Hä, verstehe ich nicht, aber nur die Alten sind doch dazu verpflichtet. Dieses Argument spielt auf dem Niveau von Legalisierungsgegnern, die sagen, dass man nicht legalisieren darf, weil es ja ein schlechtes Signal für die Jugendlichen ist. Unabhängig davon, ob die Impfpflicht jetzt sinnvoll ist oder nicht, war es ein immenser Fehler in der Politik, dass viele Leute, die jetzt für eine Impfpflicht sind, sie davor ausgeschlossen haben. Und ich bin selbst ein klarer Gegner eines sogenannten Impfpasses oder Impfausweises bei Corona. Und auch dieses Gerede, dass diejenigen, die nicht geimpft sind, dann ihre Grundrechte verlieren sollen, ist genauso großer Unsinn. In einer Gesellschaft, wo so viele geimpft sind, kann der Ungeimpfte sich höchstens selbst gefährden. Deshalb sollen auch im Herbst Ungeimpfte zum Beispiel in die Gaststätte gehen können. Sollte es eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen geben? Sagen Sie das auch noch nach den Wahlen? Das sage ich vor den Wahlen und nach den Wahlen. Es wäre falsch, wenn jetzt eine Debatte beginnt über Impfpflichten und Ähnliches. So eine Art Impfzwang, ich will mal deutlich sagen, das ist Unfug. Das gab es nicht und das wird es auch in der Zukunft nicht geben. Gut, also keine Impfpflicht, auch nicht durch eine Hintertür. Auch nicht durch eine Hintertür. Auf keinen Fall eine Impfpflicht. Das kann man, glaube ich, heute festhalten. Also das hat keine Chance. Das kann man auch hier nicht so stehen lassen, weil es ist wichtig. Also da werde ich jetzt mal zum es gibt keine Impfpflicht. Nein, wenn man Behauptungen wiederholt, werden sie nicht wahrer. Und wir haben hier auch eine Verantwortung. Wir können sowas nicht einfach so erzählen, wenn es Quatsch ist. Das ist mein Punkt. Es gibt in Deutschland keine Impfpflicht. Punkt. Also nicht für Covid-19 zumindest. Die Bundesregierung hat sich ganz klar darauf verständigt. In diesem Land wird es zum einen keine Impfpflicht geben. Natürlich wissen wir alle, dass eine Impfpflicht also nicht durchsetzbar wird. Wir sind gegen die Impfpflicht. Es wird bei einer freiwilligen Impfung bleiben. Bitte schreiben Sie es auf. Wir wollen nämlich keine Impfpflicht einführen. Ich bin gegen eine Impfpflicht. Es wird keine Impfpflicht geben. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Aber seien Sie sicher, mit der FDP wird es keine Impfpflicht geben. Aber eine Impfpflicht wäre nicht verhältnismäßig, denn die einmalige Impfung gegen Corona immunisiert nicht für das ganze Leben. Da, wo wir eine Impfpflicht haben, wie etwa bei den Masern, sagt die Weltgesundheitsorganisation, das Ziel ist die Ausrottung. Dieses Ziel ist leider beim Coronavirus nicht realistisch. Und allein aus diesen beiden Gründen ist eine Impfpflicht nicht verhältnismäßig. Aber Simon, man kann doch seine Meinung ändern. Das ist keine einfache Meinungsänderung. Sie sprachen sich nicht nur gegen die Pflicht aus, sie haben auch gesagt, dass sie niemals dafür sein werden, dass sie niemals kommen wird. Und sie haben jeden, der eine befürchtet, zum Verschwörungstheoretiker und Spinner erklärt. Ich will nicht gegen meinen Willen geimpft werden. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Wie kann man so jemanden zu einem Spinner erklären? Diese Leute, die ihre Meinung geändert haben, waren entweder nie wirklich gegen eine Impfpflicht oder sie haben keine 2 Sekunden über das Thema nachgedacht. Ich bin gegen eine Impfpflicht und werde es auch immer sein. Warum behaupten manche Leute das Gegenteil? Die Entscheidung muss freiwillig bleiben. Ja, also wie es aussieht, machen das hier in Deutschland nur 85% aller Erwachsenen freiwillig. Oh shit, an dieses Szenario habe ich gar nicht gedacht. Es machen nicht alle mit, sondern nur 85%? Ja dann verpflichtet sie dazu. Also die Politiker sind so lange gegen eine Impfpflicht, solange sich alle sowieso freiwillig impfen lassen. No shit, Sherlock. Und als nächstes sind sie nur für eine Cannabis-Legalisierung, wenn sich alle freiwillig dazu entscheiden, kein Weed zu nehmen. Aber es ist schlicht unwahr und eine Lüge und nahezu schon verschwörungstheoretisch, irgendwie zu insinuieren, das wäre eine bewusste Täuschung oder Lüge gewesen. Diese Aussage erfolgte unter konkreten Bedingungen. Und manche, ich erinnere mich genau, sagten auch, sie können zu dem Zeitpunkt sich nicht dazu entscheiden und verhalten, weil nicht für alle ein Impfgebot gemacht werden kann. Komisch nur, dass diese ganzen Meinungswechsel alle nach den Wahlen entstanden sind. Vor dem Delta-Peak, als die Lage viel schlimmer als jetzt war, wollte keiner was von der Impfpflicht wissen. Und jetzt, wo sich alles immer mehr entspannt, sind auf einmal alle dafür? Ihr habt doch gerade gesehen, wie Lindner und Co. davor begründet haben, warum sie gegen die Pflicht sind. Man würde erwarten, dass die ihre Meinung geändert haben, weil sich die Fakten so stark verändert haben. Ist die Impfpflicht jetzt auf einmal doch so easy umsetzbar? Gibt es jetzt doch einen Impfstoff mit steriler Immunität, sodass wir den Virus durch die Impfung loswerden können? Ist der Virus jetzt noch tödlicher geworden?
Das genaue Gegenteil ist der Fall. Und wie Helge Lind hier so tut, als wäre es ein Fall von... Ja, viele waren sich eben noch unsicher. Diese Aussage mag vielleicht auf Leute in der Bevölkerung zutreffen, die ihre Meinung zu dem Thema geändert haben, aber nicht auf die Mehrheit der Politiker, die sich davor so lautstark dagegen ausgesprochen haben. Wenn das keine bewusste Täuschung war, dann maximale Inkompetenz. Aber ich tippe ganz ehrlich auf Ersteres. Man muss einfach mal genau auf das hören, was die Politiker sagen. Wir sind am Beginn sozusagen der Phase, in der wir noch werben. War das ein freudscher Versprecher? Wir sind in der Phase, wo wir noch dafür werben. Impliziert das noch nicht irgendwie, dass es danach weitere Phasen geben wird? Erst die Phase werben, dann die Phase Druck und dann die Phase Pflicht vielleicht? Es gibt ein Gerücht, dass es einen Impfzwang geben wird. Können Sie das bestätigen oder verneinen Sie das? Es gibt eine hohe Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich gerade beim Thema Coronavirus impfen zu lassen. Und wo die Freiwilligkeit zum Ergebnis führt, da braucht es keine Pflicht. Aber wenn also die Freiwilligkeit gering ist, wird Debatte es auch keinen Zwang geben? Es braucht keinen Zwang, da bin ich fest von überzeugt, weil nach allem, was ich wahrnehmen, dass es eine hohe Bereitschaft gibt, sich impfen zu lassen. Wie er da nicht drauf eingeht. Wusste er von Anfang an, was kommen wird, wenn es eben nicht alle freiwillig machen? Früher war es fucking Mainstream, bei dieser Beweislage zu sagen, ihr habt uns verarscht. Und jetzt heißt es, oh nein, sowas sagen nur Verschwörungstheoretiker. Also der Hauptgrund, warum ich gegen die Impfpflicht bin, ist vermutlich nach wie vor, dass es völlig gegen meine Wertvorstellungen geht. Aber ich denke, dass ich genügend Faktoren aufgezählt habe, die dazu beitragen, dass es nächsten Herbst weder Impfpflicht noch Lockdown braucht. 100% kann ich das natürlich nicht garantieren. Die größte Unsicherheit gibt es tatsächlich noch bei der Frage, wie viel die große Anzahl von Omikron-Infektionen wirklich zum Gesamtschutz beitragen und was die nächsten Mutationen sein werden. Genauso wenig können allerdings die Impfbefürworter garantieren, dass der Schutz der Impfung bei der nächsten Variante sehr groß ist oder dass wir nur mit der Impfpflicht weitere Lockdowns verhindern können. Aber im Gegensatz tue ich nicht so, als wäre die Chance, dass ich recht habe, bei 100%. Und wenn meine Prognosen falsch sein sollten, werde ich das hier in Form eines Videos zugeben. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Video teilt. Ich finde es heftig, wie viele Leute in Anbetracht der jetzigen Situation noch für die Impfpflicht sind. Ich hoffe, das Video ändert ein paar Meinungen, sendet das Video anderen Influencern, besonders welchen, die sich vielleicht in der Vergangenheit in Videoform für eine Impfpflicht ausgesprochen haben, damit sie vielleicht ein neues Video machen, in dem sie sagen, dass es jetzt eine übertriebene Maßnahme wäre. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, gönnt euch was im Open Mind Shop oder in meinem Nahrungsergänzungsmittel-Shop Supplements oder checkt meine Patreon-Page. Haben wir das jetzt geklappt? Es muss klappen. Oida! What the fuck? 10 Euro! Wait.